Servus Leute, zurück zu Let's Play Duel of Champions. Wir sind jetzt weiterhin beschäftigt mit Tiermenschen Zauberer Azalar. Letztes Mal hat es ja funktioniert. Also die zwei Testspiele haben geklappt. Mal schauen, ob es so weiter ist. Wir haben ja kein typisches Deck bisher angetroffen. Und wie sieht's gegen Zuflucht aus? Eine gute Frage. Zweiter Spieler bin ich. Ja. Ja. Ich kann mit dem Kristall gleich was ausspielen. Oha. Das ist eine Karte, die hätte ich jetzt niemals erwartet. Aber gerne doch. Vielleicht bin ich in der Elo einfach drei Stufen runtergestiegen. Und so eine Karte habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Bin mal gespannt, vielleicht ist da ein Sinn dahinter. Vielleicht kommt da das Ereignis hier mit alle mit 1 Angriff werden 1 stärker und sowas. Hier haben wir noch einen mit 1 Angriff. In Ordnung, den kann ich auch ein bisschen ankokeln, dann macht er zumindest nichts mehr. Aber ich habe noch keine Tiermenschen, das macht mir Angst, weil ohne Tiermenschen wird es schwierig, wenn er anfängt hier mit. Ein Tiermensch. Er hätte wenigstens noch ein bisschen warten können. So zählt es nämlich nicht fürs Daily. Vielleicht gab es ein Daily, spiele 100 Kreaturen aus. Es gibt ja so kranke Dailies jetzt mittlerweile. Mit horrenden Zahlen. Kal-Azar schon wieder. Den sehe ich andauernd in letzter Zeit. Was ist mit dem los? Ich bin der Startspieler. Naja, okay. Oh, ja, stimmt. Ich übersehe das immer, dass ich nichts. Ich übersehe das immer. Oh, er spielt nichts. Interessant. Ein Moloch. Naja. Warum nicht? Wenn er noch einen ausspielen würde, dann könnte ich wenigstens Feuer auf ihn wirken. Ja, das war zu befürchten, dass er irgendwas so in der Art hat. Blöd ist, dass ich kein Tiermenschen habe. Brauche ich einen Tiermenschen? Wenn ich das jetzt spiele, was dann? Machen wir ihn kalt. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, weil ich könnte ihn spielen, dann kann er ihn vernichten. Würde ich eine Karte opfern. So werde ich ihn erstmal längere Zeit los. Ein Tiermensch. Das ist doch was Feines.
Das ist auch nicht schlecht. Der greift zwar an, aber dadurch gehen die beiden drauf. Hast du den nochmal, ist jetzt die Frage. Ah, jetzt kommen die Dunkelzauber bestimmt. Nein, eine Brüterin. Muss ich aufpassen. Das blendende Licht sollte ich aufbewahren. Ah, Hikyu. So, was haben die verbündete Kreaturen erhalten? Flachen Flächenbrand 2. Karte ziehen. Okay, da ihn angreift, heißt es, er hat keine ultimative Lösung für ihn? Ah, so. Verstehe. Und eine Karte ziehen. Und jetzt frage ich mich, ob er Mondseitenstränge hat. Für den hat er Schicksal gesteigert. Ja. Ich hab Flink, das passt schon. Wobei, Geysir würde auch reichen. Ja. Okay. Was kriegen sie? Sturmangriff. Braucht man nicht. So. Jetzt sehe ich, dass ich mehr Damage gemacht habe. Hätte nichts gebracht. Hätte keinen Vorteil gebracht. Da ich weiß, was er hat, ziehe ich eine Karte. Akazorn ist eine Option. Aber sie würde nicht alles töten bei mir. Deswegen kann ich den Magier ausspielen. Hast du fein gemacht? Töten? Töten? Angriff und eine Karte ziehen. Nagazorn wäre eine Option, würde einiges aufräumen, aber nicht viel. Da würde nämlich noch was übrig bleiben. Ich sehe schon, dieses Tiermensch-Deck, das ist ziemlich effizient, aber ich habe wirklich bisher keinen richtigen Gegner gehabt.
Also, die normalen Gegner, die ich sonst immer hatte, wo ich verzweifelt bin oder die richtig stark waren, das waren das hier bisher jetzt nicht. Zumindest habe ich jetzt nichts gemerkt, oder? Die waren jetzt an diesen. Nee. Allein schon die ganzen Seelenzerstörungen haben gefehlt, die sonst immer runterprasseln auf einen. Na gut. Das läuft. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Liken bitte nicht vergessen und ciao, bis zum nächsten Mal.